Auf der Kinderstation verabschiedet Dr. Shirin Saban gerade den Vater eines Patienten, als sich gleich zwei Neuzugänge lautstark ankündigen. Die Lehrerin begleitet die beiden Streithähne. Guten Tag. Herr Saban. Ich bin die Sportlehrerin der beiden Mädels. Okay. Und Sie sehen ja schon, was passiert ist während der Sportstunde. Okay. Die hat mich getreten. Nein, ja. Bist du dumm? Die beiden waren im Sportunterricht und haben Mannschaften gewählt. Und sie ist angegangen worden von ihrer Klassenkameradin, weil sie nicht in die Mannschaft gewählt hat. Ja, warum machst und du sie das denn dann, auch? Psst, nein, das ist nicht. Ruhig, wir sind ja in einem Krankenhaus. Ne? Ja, vielleicht sollten wir mal hier in das wir Zimmer gehen. Gehen. Wir gehen mal dann ist das nicht so. Ja, wir das gehen mal. Einmal kurz so. Ja. Beruhigen sich alle. Wie heißt du denn? Du bist die Lilly? Lilly, setz dich doch mal. Hm? Komm, wir gucken uns mal dein Knie an. Schau mal. Also wie gesagt, sie ist geschubst worden und ist dann in einer Turnhalle über so eine Bank gefallen. Ist da wirklich ganz unglücklich mit dem Knie dann drauf. Wir gucken es uns an. Sie müssen ja eh aufnehmen. Dann, genau. Okay. Guck, das zieht ein bisschen. Wow, das ist schon eine ganz schön tiefe Platzwunde. Ich denke, wir säubern es erstmal. Nee, es wird wahrscheinlich genäht werden müssen. Aber wir säubern es jetzt erstmal. Die Eltern sind auch informiert. Die sind schon informiert. Ich habe auf den Arbeitsstellen angerufen, die sind informiert. Okay. Aufgrund der Tiefe der Verletzung und auch der Lokalisation an der Kniescheibe, wo sehr viel Bewegung ist, kam ein Kleben der Wunde oder auch eine Versorgung mit Steristrips nicht in Frage. Und sie musste daher genäht werden. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal ein bisschen sauber. Wir machen es mal ein bisschen sauber, genau. Ach ja, das ist okay, das ist der Vater. Ja, der ist von der Schule. Hallo. Ach, das ist von der Schule angenommen. Was ist denn passiert? Sie ist in einem Streit über eine Bank. Im Streit? Nein, im Streit über eine Bank. Sie hat jetzt eine Knieplatzwunde gehabt. Und, ach. Ja. Aber nichts Schlimmes passiert, oder? Die hat mich getreten. Die hat mein Finger umgedreht. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Das kann ich nicht. Guck mal, du bist die? Jana. Du bist die Jana. Aber Jana, du hast dich auch verletzt. Ja, ich weiß. Wie ist das passiert? Ja, das hast du doch schön gekuscht. Die Lilly hat sich... Moment, Mädels, bitte jetzt mal Ruhe hier. Die Lilly hat sich natürlich dann auch gewehrt und ist dann auf und ist dann auch auf sie drauf und hat ihr dann wohl durchs Gesicht gekratzt. Es ging alles relativ schnell und hat dann auch irgendwie so an der Hand gegriffen und der Finger ist auch ganz blau. Sie hat auch an der Hand am Finger gezogen, gedreht. Ja, also es ging wirklich alles ganz schnell, Schlag auf Schlag. Ja, Mann, fragen Sie auch immer die doofe Lilly, die macht das. Du hast mich getreten. Eine absolute Nichtigkeit. Und ja, und da hat sie mir voll wehgetan. Die hat mir einfach die Finger umgedreht. Naja, aber wir wollen ja jetzt auch mal bei der Wahrheit bleiben. Ja, bin du ich. Du bist ja auch kein Unschutzlamm. Ne? Ihr habt euch ja beide da jetzt lassen nicht viel Lassen Sie mich doch einfach. Aber es gab ja eigentlich auch keinen wirklichen Grund. Oder ne? Es ist ja ein Unglück und es kam dann einfach. Du musst mal auf Toilette. Also die zwei Mädels waren ja untereinander schon sehr aggressiv miteinander. Allerdings fand ich, schoss Jana gegen alle und kriegte sich gar nicht beruhigt. Sehr suspekt. Da das Mädchen mit der Knieverletzung nicht auftreten soll, wird sie von ihrem Vater in einem Rollstuhl zur Toilette gebracht. Unterdessen will sich die Ärztin die Hand der Mitschülerin anschauen, stößt dabei aber auf heftige Gegenwehr. Nein, Sie können mich mal in Ruhe lassen. Nein, rumzicken geht jetzt gar nicht. Ne? Du musst hier schon ein bisschen mitarbeiten, sonst können die dir nicht helfen, die Ärzte. Ja, das will ja hier keiner was Böses. Ich will es aber nicht. Meine Güte, ich will es einfach aber müssen nicht. Die trotzdem Nein, die sind nötig und müssen gemacht werden. Also bitte. Schau mal, je schneller du jetzt hier stillhältst, umso schneller bist du auch fertig. Genau. Ne? Mann, machen Sie es. Ja. Guck mal, ne? Ich desinfiziere mal so ein bisschen. Wir machen es ein bisschen weh, sauber. Nur so ein bisschen zum Saubermachen. So, und der Finger? Ne? Der ist aber Finger. Nicht gebrochen. Kannst du bewegen. Guck mal, kannst ne? du den bewegen? Eben schon die ganze Zeit. Ja. Guck mal, kannst du so ein bisschen so machen? Das geht. Ja, so. Das geht. Okay, das tut auch nicht weh. Ein bisschen was. Das tut dir so ein bisschen. Okay. Ja, so viel kann nee, aber es ist auch nicht so. Soll ich mal eine Schiene holen? So eine Fingerschiene, ja. Als ich nach Gegenwehr von Jana dann schließlich doch den Finger untersuchen konnte, hat sich zum Glück herausgestellt, dass dieser nur geprellt war, gestaucht und nicht gebrochen. Wir haben eine Fingerschiene angelegt und und einen Verband. Komm, jetzt nimm mal deinen Finger. Gib mal deinen Finger. Es tut nicht weh, nicht mehr. Okay, es zittert auch ein bisschen. Mhm. Zittert ganz schön. Aber eben schon. Ja, zittert sie die ganze Zeit so?
eigentlich nicht. Ich habe gerade schon überlegt, ich weiß nicht, die ganze Situation. Vielleicht mag es auch nicht. Ich schien das jetzt mal so. Ihre Mutter ist doch auch gestorben. Ja, meine Mutter ist vor 6 Monaten verstorben. Vor 6 Monaten ist ihre ist die Oma gestorben. Okay. Und wir haben zusammen gelesen. Ja. Und heißt es aber auch nicht hier. Hat sie nee. 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 Eigentlich nicht. Nee. Ja, aber sie ist auch ein bisschen heiß. Komm mal her. Meine Güte, nein. Ja, ne. Aber normal ist das nicht, ne? Dieses Zittrige und dann dieses... Jana, es reicht. Nein, ich will es nicht. Doch, Jana, jetzt hör mal auf. Jana. Es reicht, keiner kann dir hier helfen, wenn du so ein Theater fabrizierst. Und wir sind hier, um dir zu helfen. Weh, ich will nur gucken, was los ist. Jetzt weil irgendwie geht es dir nicht gut. Ne? Hast du das schon lange, dass dir so heiß und kalt und am Zittern? Sie hat aber ziemlich schnell einen Pulsschlag auch. Ja. Okay. Jana fiel ja durch eine Zittrigkeit der Hände auf, durch einen beschleunigten Puls und auch vermehrte Aggression. Das sind ganz untypische Symptome für Kinder. Das hat mir schon wirklich Sorgen gemacht. Jana, wir müssten dir auch mal Blut abnehmen. Nein. Weil du so zitterst und so. Das ist nicht schlimm, das tut das nicht weh. Ja, nein, ich will keinen. Nein, das ist nur ein Jana, Jana, aber wir müssen doch jetzt mal wir hier wir müssen nachgucken, was los ist. Genau. Weißt du was? Kann man sich ohne... Ihr seid doch ehrlich. Das geht nicht. Aber wir können jetzt auch nicht jeden Handschlag hier permanent diskutieren. Ja. Sie sind doch mit ihr zur Toilette gegangen. Ja, ich war mit ihr zur Toilette und dann haben wir ausgemacht, dass wir uns hier wieder treffen. Ich war mir nur eben im Kaffee. Nein, ich habe keine Lust, mich pieksen zu lassen. Ich weiß, aber wir müssen gucken, was mit dir los ist. Als der Vater wieder auf Station kam, ohne Tochter, und gefragt hat, ob wir das Kind gesehen haben, war ich doch sehr überrascht. War allerdings mit Jana so beschäftigt, dass wir dann eine Schwester mit ihm auf die Suche geschickt haben. Der Vater fürchtet, dass seine Tochter die Orientierung verloren hat. Wie sich kurz darauf herausstellt, steckt aber viel mehr hinter dem Verschwinden der Schülerin. Lilly, da bist du ja. Sag doch, wo warst du? Ich hab sie da auf der Urologie gefunden. Ja, wie sie da hingekommen ist. Du brauchst keine Angst haben, Lilly. Es tut nicht weh und geht ganz schnell. Pass auf, es gibt zwei winzige Piekser. Das merkst du kaum. Ne? Das ist ungefähr so. Und dann ist das betäubt und dann merkst du von dem Nähen überhaupt nichts. Und ich denke mal, du willst auch schöne Beine haben später, ne? Das ist schon wichtig, dass das gut zusammenwächst. Okay, wir kriegen das hin. Ich bleib bei dir, ja? Ich wollte das nicht vor der Jana sagen. Es war mir peinlich, weil die mich immer ärgert. Okay. Vor Jana braucht ihr gar nichts peinlich sein. Ist im Moment nicht so dicke mit euch, ne? Dank dir. Ja, nimmst du sie weiter. Ja, ich nehm's. Alles klar. Eigentlich ist das Mädchen seit Jahren mit ihrer Mitschülerin eng befreundet. Doch in letzter Zeit kommt es aus meist unerklärlichen Gründen immer wieder zum Streit und ihre beste Freundin geht sofort an die Decke. Kein Wunder also, dass die Elfjährige verunsichert ist. Ja, dann bringe ich die Lilly zum Nähen ins Bad. Genau, ich komme dann gleich nach. Doof, Kuh, geh doch. Jana, jetzt mal gut. Ich kann nicht mal weiter. Komm, beruhig dich wieder. Genau, fahr rüber, wir kommen gleich nach. Sie können sich mit, wir sind ja fertig, Sie können sich mal im Wartebereich sehen. Wir warten auf die Blutergebnisse, okay? Wir haben ja dann die Lilly in separates Behandlungszimmer gebracht, weil die zwei Streithähne zusammenlassen wäre ja auch nicht wirklich gut gegangen. Ja, und dann musste das Ganze genäht werden. Hast du Angst gehabt? Ja. Hör mal zu, das ist nicht so schlimm. Wir betäuben das merkst du gar nicht. Und dann machen wir dein Kind wieder heil, okay? Ja, damit du wieder alles machen kannst. Nicht so schlimm. Ja, guck mal, der Papa ist da, alle sind da. Machen das jeden Tag. Nimmst du einen 3-0er-Faden? Ich würde einen 3-0er-Hautnarb nehmen. Obwohl die Sechsklässlerin große Angst hatte, ist sie sehr tapfer und spürt fast gar nichts. In wenigen Wochen wird kaum noch eine Narbe zu sehen sein und an den Streit mit ihrer eigentlich besten Freundin erinnern. Okay, siehste. Gut. Schon geschafft. Also schon geschafft. Das war's. Ja, das war schon. So. Die Knieplatzwunde konnte schließlich mit nur 2 Nähten genäht werden. Einzelknopfnähte und das war auch für das Kind dann nicht so belastend. Okay, noch ein bisschen. Ne? Ja, es ist halt unter Spannung. Also ich würde das frühestens in 10 Tagen machen. Wir schreiben einen Brief für den Hausarzt. Okay. Und der soll sich das vielleicht in 2 Tagen noch mal angucken. Okay. Wenn Sie Schmerzen vorher, einfach eine Wundkontrolle machen, sich unter den Verband gucken und Fäden ziehen dann in 10 Tagen. Okay. Wenn es irgendwie ganz schlimm ist oder Wochenende, dann kommen Sie noch mal in die Klinik, dann kommen Sie noch mit die Ambulanz. Ne? Okay, vielen Dank. Okay? Mhm.
Kurz nachdem sie Vater und Tochter verabschiedet hat, liegen der Kinderärztin schon die Laborergebnisse zu dem anderen Mädchen vor. Für das Zittern und das aggressive Verhalten der Elfjährigen gibt es eine medizinische Ursache. Sie hat eine Überfunktion der Schilddrüse. Die hat einen Morbus Basedow. Ja, und darum ist sie so gereizt und darum ist sie so wahnsinnig schlank und gewachsen und all das. Also das ist schon eine heftige Autoimmunerkrankung, die auch mal Mädchen in dem Alter treffen kann. Kann man die denn behandeln? Man kann aber was machen. Ich würde sie mir jetzt gerne einfach noch weitergehend untersuchen. Ja? Ja. Ich würde gerne Ultraschall der Schilddrüse machen. Jana, weißt du, dass du so gereizt bist? Das hat einen Grund. Okay. Ja, wir können aber was machen, gell? Keine Angst. Leg dich mal hin, hör mal zu. Also das ist behandelbar? Und das ist behandelbar, aber es ist für sie schon sehr belastend. Ne? Ja. Sie merken, sie fährt aus der Haut, ihr Puls ist schnell. Der Morbus Basedow kann in jedem Alter auftreten. Im Kindesalter ist er eher selten, wenn dann doch in der Pubertät zwischen 12 und 14 Jahren. Mädchen sind hierbei 6 bis 8 Mal häufiger betroffen als Jungen. Um die weitere Behandlung planen zu können, klärt die Ärztin bei der Ultraschalluntersuchung das Ausmaß der Schilddrüsenüberfunktion ab. Ja, es ist aber so, wie ich mir es gedacht habe. Also die Schilddrüse ist deutlich vergrößert. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Ne? Da es beim Morbus Basedow zu einer übermäßigen Produktion von Schilddrüsenhormonen kommt, werden diese blockiert durch Thyrostatika. Dadurch hat die Schilddrüse weniger Funktion. Man macht diese Therapie ungefähr 1 bis 1,5 Jahre, setzt sie dann aus. Und es kommt dann in 40% ungefähr zu einer Remission, also einer Ausheilung. Wenn nicht, dann gibt es noch die Radiojodtherapie oder auch die operative Therapie. Dann nach Beendigung dieser Maßnahmen muss aber lebenslang Schilddrüsenhormon eingenommen werden. Na, dann kann sie eingestellt werden, dann geht das auch. Ne? Dann bist du auch nicht mehr so zickig. Aber weißt du, ja, ne? Die Lilly ist nämlich eigentlich deine Freundin, oder? Ja. Also wieder ja, dann, guck mal, aber ich denke, wenn du ihr das erklärst, was los ist, dann genau. Dann sprecht da mal miteinander und dann renkt sich das an, dann vertragt ihr euch einfach wieder. Ne? Ja, wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, warum die so zickig ist. Dachten ja auch eigentlich so vor pubertäres Gehabe. Ich bin dann auch etwas energischer geworden, weil die ja doch ziemlich pumpig wurde. Letztendlich tat es mir ein bisschen leid, weil das Kind ja gar nichts dafür konnte. Es lag ja dann wirklich an ihrer Erkrankung. Kann auch gut sein, dass so nach einem Jahr medikamentöser Therapie sie dann beschwerdefrei ist und geheilt ist. Ja, du musst dann schon was nehmen. Aber die ganze Zeit so geht auch nicht, oder? Ja. Die Funktion ihrer Schilddrüse und das Verhalten der Elfjährigen haben sich wieder normalisiert. Die Schülerin muss allerdings auch in Zukunft Tabletten nehmen, auf eine ausgewogene Ernährung achten und Stress vermeiden. Die Mädchen haben sich versöhnt und sind wieder ein Herz und eine Seele.